Nach der Wende haben Sie dann erfahren, dass Ihr Ex-Mann für die Staatssicherheit gearbeitet hat. Und zwar über die ganzen Jahre immer intensiver. Wie nimmt man sowas auf? Ich hatte relativ zeitig den Antrag gestellt auf Akteneinsicht. Und da ich ja journalistisch tätig war, wollte ich das auch für Serien. Wir wollten eine Serie darüber schreiben. Darin hatte ich dann schon gesehen, dass der ab Januar 1973, unmittelbar nach der Verhaftung, bereits für die tätig war unter dem Decknamen IM Klaus und später dann IM Matthias. Also das war, am Anfang habe ich geglaubt, okay, das hat er gemacht, er hat sich halt erpressen lassen und hat für sich versucht, günstige Situationen zu schaffen, dass er frei bleibt und wie auch immer. Da wollte ich das, ich war zwar geschockt, aber trotzdem habe ich immer noch eine Möglichkeit gesucht, das zu entschuldigen. Aber sehr viel später dann, als ich noch mehr las und sah, wie er meinen Bruder belastet hat und Freunde und so vieles, was er hätte nicht unbedingt bekannt geben müssen, da habe ich doch schon sehr viel Ekel empfunden. Und der richtige Hammer kam dann erst 99. Moment, wann hat der Spiegel? 99, ja. Hat der Spiegel eine große Veröffentlichung gebracht, dass er einer der größten Stasi-Spitzel unter den Sportreportern war. Und die Akteneinsicht war dann ganz grausam. Also das hätte ich ihm nicht zugetraut. Er hat allen und jeden bespitzelt, im Osten und im Westen, von Journalisten angefangen, über die eigenen Kollegen, die Schreibtische durchwühlt. Er hat jeden Trainer bespitzelt, jeden Fußballer bespitzelt, ganze Mannschaften vom 1. FC Köln bis Hertha BSC. Also es gibt kaum eine Mannschaft oder kaum jemanden, der nicht bei ihm vorkommt.